Ja, bei uns jetzt Robert Mohr. Robert mit 3 Punkten verloren. Ich denke, wenn man sich die zweite Halbzeit anschaut, kann man von einem bitteren Ergebnis sprechen, oder? Ja, ich glaube, wir sind so ein bisschen immer in einer Reaktion. Genauso wie letzte Woche, wo wir halt wo die Tschechen hochführen und danach reagieren wir. Und heute ist es ein bisschen genauso. Wir sind dominiert vorne, wir werden dominiert im Gedränge. Kriegen 2, 3 Versuche, sind glaube ich zwischendurch 10, 15 Punkte im Rückstand. Und danach, wenn wir Rücken zur Wand sind, wenn wir nichts mehr zu verlieren haben, dann legen wir auf einmal los und sehen auf einmal, dass was geht. Aber es ist leider zu spät. Gut, das Schwerste ist natürlich am Anfang die Initiative zu ergreifen. Aber ich glaube, auswärts musst du erstmal richtig gut verteidigen. Wir sind ein bisschen zurückgegangen. Wir haben halt einige Duelle verloren, denke ich. Und ja, ich denke, das kommt vor dem Angriff. Erstmal Gasse war okay, Gedränge und Verteidigung. Auswärts musst du das einfach haben. Ganz genau. Also ich hatte auch den Eindruck, dass wir eine starke Gasse gespielt haben. Du sprichst es gerade an, dass die Deutschen eher das Problem haben, dass sie erstmal reagieren, anstatt zu agieren. Wie erklärst du dir auch diesen Stärkenunterschied im Gedränge? Am Gewicht kann es doch nicht gelegen haben, oder? Ja, es ist, glaube ich, einfach eine erste Reihe ist viel Selbstvertrauen. Es ist eine Sache von Selbstvertrauen. Wenn du jetzt zwei, drei Spiele da nicht so gut ausgesehen hast, gut, die anderen haben auch Video, die Belgier haben auch Video, die werden das auch gesehen haben und werden natürlich da viel, viel dran gearbeitet haben, dass wir dann halt unsere Schwäche so ein bisschen angreifen. Das ist viel, viel Selbstvertrauen und da, ja, musst du halt dran arbeiten. Fehlt vielleicht auch ein bisschen die Erfahrung. In der Halbzeit haben sie dann gesagt, ja, drück dir mal nach oben, ja, aber dann musst du eine Lösung finden. Entweder du regst das ganze Spiel drüber auf oder du findest eine Lösung, ziehst ihn runter oder du machst irgendwas, dass wir halt nicht akzeptieren, so zurückzugehen. Weil in der zweiten Halbzeit war ja überhaupt nichts mehr haben. Ja. Nee, war wenig zu holen und ist dann auch schwierig natürlich für die Hintermannschaft, die Bälle zu verwerten. Letzte Woche war die Stimmung relativ schlecht nach dem Spiel. Heute kann man eigentlich von einer guten, couragierten Leistung sprechen. Wie denkst du, geht's motivationsmäßig jetzt weiter? Motivationsmäßig. Ich glaube schon, dass ich war jetzt nicht da die letzten Spiele, aber ich glaube schon, dass vom Engagement, von der Einstellung her, das echt okay war heute. Wir haben nichts, wir haben nie aufgegeben, nie die Köpfe hängen lassen, egal wie es stand, egal welche Fehler wir gemacht haben. Wir sind immer zurückgekommen. Ich denke, das ist lässt schon hoffen für die Zukunft. Und ich glaube, wenn wir das weiter so halten, die gleiche Einstellung behalten in den nächsten Spielen, dann kommen die Resultate danach auch als Konsequenz daraus einfach. Okay, jetzt dich persönlich, du bist mit La Rochelle ziemlich in der Top 14 eingebunden, jetzt 5 Spiele vor Saisonende, gilt es den Abstieg zu vermeiden. Hier bei den Mannen wirst du bitter benötigt, das hat man heute gemerkt, dass du dem Sturm enorm Sicherheit gibst. Versuchst natürlich so viel wie möglich bei deinen Mannen zu sein, oder? Ich kann nicht kommen, wenn ich mit La Rochelle spiele, das ist nicht möglich. Das ist mein Arbeitgeber, da verdiene ich mein Geld mit, da kann ich nichts machen. Aber ich komme jedes Mal, wenn ich kann, bin ich hier, weil es mir halt einfach Spaß macht und weil es halt auch eine große Ehre für mich ist, ja, mit meinen Freunden hier einfach für die Ehre zu kämpfen. Alles klar, Robert. Dann hoffen wir, dass wir dich viel oft sehen auf dem Platz und alles Gute für dich in La Rochelle, gell? Ja, danke. Ja, ciao. Ciao.